Herzlich willkommen auf Boxing Arts, Leute. Trainieren wie die Profis. Ich bin's wieder, euer Ferhat, und mit dem heutigen Thema: Trainierst du hart genug oder nicht? Ja, Leute, die heutige Frage ist: Trainierst du hart genug oder nicht? Zunächst einmal, es spielt keine Rolle, ob du alt bist, ob du jung bist, ob du ein Mädchen bist, ob du ein Junge bist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du durchtrainiert bist, ob du ein Athlet bist. Es geht auch nicht darum, ob du nach einer Trainingseinheit total komplett schweißgebadet bist oder auch Schmerzen hast und keine Ahnung. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist, und die musst du dir ehrlich beantworten, und das ist verdammt schwer: War das Training für dich hart genug oder nicht? War es für dich anstrengend genug oder nicht? Und diese Frage, Leute, zu beantworten, die ist sehr, sehr schwer. Denn oftmals ist es so, dass unser Unterbewusstsein uns immer kleine Spielchen vorspielt, das dir sagt zum Beispiel: Oh, das war heute sehr anstrengend und ich habe heute wirklich alles gegeben und da geht wirklich nichts mehr. Wie oft habe ich schon Leute gesehen bei meinen Kursen oder auch im Gym, sind der Meinung, sie haben alles gegeben, aber sie könnten noch viel mehr. Also die haben noch viel, viel mehr Potenzial, und dass sie abrufen könnten normalerweise, was sie auch viel besser machen würde, aber sie rufen es nicht ab. Warum? Weil sie können sich nicht selber pushen, sie kennen ihre Grenzen nicht, und gehen sie niemals richtig an ihre Grenzen und rufen nicht das ab, was sie eigentlich abrufen könnten. Also Leute, immer die Frage stellen: Wie anstrengend ist das? Ich mache euch mal ein Beispiel. Euer Trainer sagt zu euch: Ja, du brauchst mehr Kondition. Dann sagst du: Okay, alles klar, ich trainiere dann Kondition. Dann gehst du zum Beispiel draußen laufen, ne, joggen, Klassiker. Nun gibt es immer so, mein Trainer hat immer gesagt, du kannst draußen laufen gehen als Joggen, oder du kannst auch wirklich laufen gehen mit einem hohen Tempo, zwischendurch Sprints machen, wieder höheres Tempo beibehalten, dann wieder Sprints machen. Ich kenne viele Leute, die gesagt haben: Ja, ich gehe doch aber jeden Tag laufen und ich habe irgendwie trotzdem keine Kondition. Ja, stell dir mal die Frage: Warum? War es anstrengend genug oder nicht? Dann sagen sie: Jo, es war schon anstrengend. Ja, schon. Das heißt, das sagt jetzt schon alles aus. Das war nicht anstrengend genug. Du kannst dir immer so machen: Am Ende einer Trainingseinheit hast du eine Skala vor dir, eine imaginäre, die stellst du dir einfach im Kopf vor und fragst dich selber innerlich, so mache ich das immer: 1 ist am wenigsten und 10 ist am anstrengendsten. Wo siehst du dich nach dem Ende einer Trainingseinheit? Wo siehst du dich? Wenn du sagst 10, verarsch dich nicht selber. Bist du ehrlich genug? Wenn du nämlich 10 sagst und du bist alleine gewesen, also hast alleine trainiert, und du sagst 10, dann glaube ich dir das nicht. Denn ich komme auch nicht auf meine 10. Weißt du warum? Denn mein Unterbewusstsein verarscht mich. Mein Unterbewusstsein sagt mir: Nee, du bist auf 10 gewesen, aber niemals. Wenn ein Trainer nämlich neben dir gestanden hätte, also wenn dein Trainer neben dir gestanden hätte, oder sei es auch nur ein Kollege oder deine Freundin oder wer auch immer, der zu dir sagt: Komm, mach weiter, zieh durch, mach das weiter, du kannst noch, dann sage ich dir, mein Freund, dann wärst du nicht bei 10, sondern du wärst bei 20 gewesen. Was bedeutet das? Du kannst immer mehr machen, immer mehr machen. Also wirklich, Leute, ihr könnt so viel aus euch rausholen, ihr müsst nur eure Grenzen kennenlernen erst einmal, und dann wisst ihr auch genau, wo ihr euch immer hintasten müsst. Und bei jeder Trainingseinheit, da gebe ich euch auch nochmal einen Tipp von mir, solltet ihr euch steigern. Beispielsweise, bleiben wir mal bei den Läufen, du gehst ins Fitnessstudio und willst Intervallläufe machen, für Kondition aufbauen. Und du gehst aufs Laufband und sagen wir mal, du rennst 3 Minuten durch bei 16 km/h Geschwindigkeit. Also 16 km/h, 3 Minuten durchlaufen, 1 Minute Pause. Nach 1 Minute gehst du wieder auf das Laufband, 3 Minuten läufst du das Tempo durch, also wieder bei Tempo 16. Und davon machst du insgesamt 5 Runden. Nach den 5 Runden kommst du runter und sagst dann, stellst die Frage: 1 bis 10, wo bin ich?
Ich bin bei 9 oder 8 oder 10, sagst du vielleicht. Dann weißt du Bescheid, aha, okay, aber ich muss ja eigentlich bei 20 sein. So, damit ich mich wirklich selber nicht verarsche. Was machst du dann? Entweder du hast Zeit danach noch, um noch ein paar extra Runden zu machen. Wenn du aber keine Zeit hast, weil du zur Arbeit gehen musst oder weil du weil es zu spät ist, weil du aufgrund anderer Sachen keine Zeit hast, dann machst du Folgendes. Beim nächsten Mal steigerst du dich. Du steigerst dich, machst auf Stufe 17, also Geschwindigkeit 17. Und machst dann nicht nur 5 Runden, sondern du machst dann 8 Runden beispielsweise. Dann kann ich dir garantieren, dass du auf jeden Fall, nachdem du vom Laufband nach den 8 Runden runtergekommen bist, dann bist du auf jeden Fall KO. Dann bist du auf jeden Fall deutlich über die 10 gewesen. Warum? Weil dein Körper kannte erstmal vorher dieses 5 Runden mit 16 km/h und das war auf einer 10 ungefähr. Aber jetzt hast du ihm was anderes gegeben on top. Und was bedeutet das? Du hast eine neue Grenze kennengelernt. Du weißt jetzt, bis wohin du gehen kannst. Natürlich ist es schöner, wenn jemand immer dabei ist. Ein Trainer, also dein Trainer oder ein Kumpel oder eine Freundin. Weil es ist immer so, dass wenn jemand dich pusht von außen, dass du immer mehr machst, als du, wenn du alleine bist. Und das ist auch nicht bei mir anders, das ist auch nicht bei den Champions anders. Ali, Tyson, die ganzen anderen Champions, Klitschkos, alle Boxer überhaupt, die richtig großen Champions. Alle haben sie einen Trainer gehabt. Warum? Weil sie wussten, wenn sie einen jemanden dabei haben, der nehmen sie die Push. Die kommen immer auf ihre 20 und nicht auf ihre 10. Also von daher, Leute, beantwortet immer euch ehrlich diese Frage im Kopf, wie anstrengend war es? Dann war auch wirklich, dann kommst du auch wirklich weiter. Und zum Abschluss möchte ich hier nochmal ein Zitat von Ali sagen. Er sagte nämlich, er hat jede Trainingsminute gehasst, jede Trainingsminute, aber er leidet lieber jetzt als als Champion für immer und ewig den Rest seines Lebens weiterleben zu dürfen. Ja, was bedeutet das? Er hat, also einfach nur so sagst du für dich selber im Kopf, das nächste Mal, wenn es dir zu anstrengend wird und du mit dem Gedanken spielst, okay, ich breche ab, dann sagst du dir, nein, komm, ich muss jetzt leiden, damit ich im Kampf nachher nicht mehr leiden muss. Und das sage ich auch immer wieder zu mir selber. Wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh, ich kann nicht mehr und so, dann sage ich immer in mir im Kopf selber, ich rede mit mir wirklich, komm, leide jetzt, damit ich nachher nicht mehr leide. Das war's zum Abschluss. Ich hoffe, diese Motivation hat dir weitergeholfen. Falls du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest dieser Art, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.